Heute backe ich mit dir einen super saftigen, fluffigen Schokokuchen, der ist wirklich mit wenigen Zutaten zubereitet. Und die Zutaten hat, denke, fast jeder immer zu Hause. Bei Vanillesirup bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei den anderen Zutaten bin ich mir ziemlich sicher. Und ganz nebenbei ist der Schokokuchen auch noch vegan. Für den veganen Schokokuchen brauchst du folgende Zutaten: 375 Gramm Mehl, 4 Teelöffel Backpulver, 375 Milliliter Leitungswasser, 2 Teelöffel Vanillesirup, 270 Gramm Zucker, 150 Milliliter Sonnenblumenöl und 4 Esslöffel Kakao. Der Teig ist auch super schnell zubereitet, denn du gibst einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel und lässt die einfach miteinander verrühren, sodass sich alle Zutaten miteinander vermischt haben. Also ich lasse das meistens so 3 Minuten ungefähr rühren. Jetzt gehe ich nochmal mit einem Teigschaber am Rand entlang und dann kann der Teig auch schon in eine Springform gefüllt werden. Ich persönlich backe diesen Schokokuchen am liebsten in eine Nappform und die hat einen Durchmesser von 26 cm. Und da kommt der Teig jetzt hinein. Jetzt war ich so in meinem Element, dass ich das Wichtigste vergessen habe zu sagen. Und zwar ist das Wichtigste bei der Springform, dass die auf jeden Fall eingeölt ist und dann noch mit Mehl ausgestreut wird. Ansonsten bleibt der Kuchen nämlich an der Form hängen und das wollen wir nicht. Ich verteile den Kuchenteig jetzt nochmal gleichmäßig. Dafür schüttel ich einfach etwas die Kuchenform. Du kannst sie dir auch theoretisch einfach so etwas auf die auf die Arbeitsfläche aufdotzen lassen. Und dann kommt der Kuchen auch schon in den Form. Jetzt hatte ich einen Dreher drin. Was ich sagen wollte, der Kuchen kommt dann auch schon in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 35 Minuten. Während der Kuchen im Ofen war, hat es einfach im ganzen Haus schon so unverschämt gut nach Schokokuchen gerochen. Also das ist schon mal super an dem Kuchen, dass der einfach so lecker riecht und auch so lecker schmeckt. Ich werde den jetzt noch ca. 10 bis 15 Minuten in der Form auskühlen lassen und gehe dann vorsichtig mit einem Messer am Rand entlang und stürze den dann auf ein Abkühlgitter und lasse den da dann vollständig auskühlen. Danach kannst du den noch nach Lust und Laune dekorieren oder einfach so lassen. Ich persönlich gebe da ganz gerne einfach noch etwas Puderzucker drüber oder eine Schokoglasur. Aber wenn der vegan bleiben soll, musst du bei der Schokolade auch aufpassen, dass du vegane Schokolade nimmst. Das Rezept zu dem veganen Schokokuchen kannst du auch gerne noch auf meinem Blog nachlesen. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.